Willkommen zu einem weiteren Video auf dem AirUp YouTube-Kanal. Mein Name ist Valentin und auf diesem Kanal dreht sich alles rund um die zwei Themen: Wie schreibe ich in weniger Zeit bessere Noten und wie finde ich während meinem Studium den Traumberuf, den ich mir danach direkt sichern kann. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wird es wieder um ein Mindset-Thema gehen. Das heißt, welche Denkweisen man annehmen sollte, um leichter durchs Studium zu kommen. Und zwar wollen wir heute, wie es im Titel auch schon angeschnitten wurde, darüber sprechen: Ein gut bezahlter Beruf ist immer anstrengend, beziehungsweise dieser Glaube, dass ein gut bezahlter Beruf immer anstrengend sein muss. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht auf dem iPad, das ist kein Product Placement. Ich empfehle es nur allen Studenten, sich so ein Gerät zuzulegen. Ist wirklich sehr, sehr geschickt, um sich Notizen zu machen in einer App, die der App Store dafür vorgibt. Finde ich richtig, richtig gut. Solltet ihr euch auch mal anschauen. Aber nichtsdestotrotz kommen wir direkt zum Thema. Ich werde heute einmal darüber sprechen, warum dieser Glaube, ein gut bezahlter Beruf muss zwangsläufig immer anstrengend sein. Ja, viele denken, hey, wenn ich jetzt beispielsweise mal 100.000 Jahresgehalt möchte, muss ich Personalverantwortung übernehmen und muss ich viel arbeiten und dann muss ich vielleicht die Budgetverantwortung übernehmen und dann habe ich so eine Last auf mir liegen, die einfach extrem anstrengend wird und noch stressiger als der Job an sich eh schon ist. Und ich kann eins sagen, grundsätzlich ist das zwar wahr, dass mit steigender Verantwortung, egal ob über Budget oder Personal und höherer Arbeitsleistung, im Regelfall die Vergütung steigt. Allerdings ist ganz, ganz wichtig zu erwähnen, dass die Korrelation zwischen man verdient mehr und es wird anstrengender falsch ist. Diese Korrelation muss man mal aus seinem Kopf herausbekommen. Und ich habe jetzt auch ein ganz einfaches Beispiel, an dem ihr nachvollziehen könnt, was ich meine und danach versteht, warum das falsch ist. Ihr solltet euch jetzt selber mal die Frage, die ich euch jetzt stelle, es werden in Summe 4 Fragen sein, beantworten. Und wir werden danach herausfinden, dass es sehr, sehr erstaunlich ist, was ihr euch selber darauf antwortet. Ihr solltet euch mal als allererstes fragen, gibt es Leute, die mehr arbeiten und für die es anstrengender ist? Als zweite Frage solltet ihr euch fragen, gibt es Leute, die weniger arbeiten und für die es anstrengender ist? Als dritte Frage solltet ihr euch stellen, beziehungsweise solltet die Frage beantworten, gibt es Leute, die mehr arbeiten, aber weniger Anstrengung haben? Und als vierte Frage solltet ihr euch die Frage stellen, gibt es Leute, die weniger arbeiten und weniger Anstrengung haben? Ja, ihr werdet jetzt feststellen, alle 4 Methoden sind vorhanden. Heißt, mehr Anstrengung bedeutet mehr, also mehr Arbeiten bedeutet mehr Anstrengung. Weniger Arbeit bedeutet mehr Anstrengung. Mehr Anstrengung bedeutet weniger Arbeit und weniger Anstrengung bedeutet weniger Arbeit. Und es ist ganz, ganz interessant zu sehen, dass viele Leute jetzt alle 4 Fragen mit Ja beantworten. Das heißt, am Ende des Tages, es gibt solche und solche Leute. Man kann das immer je nach Perspektive betrachten. Und wenn du jetzt vielleicht bei einer Frage gesagt hast, nee, es gibt keine Leute, die mehr arbeiten und weniger angestrengt sind, solltest du dir vielleicht mal die Frage wirklich stellen, ob du dir es zumindest mal vorstellen kannst. Weil ich kann dir garantieren, dass es Leute da draußen gibt, die jetzt mehr arbeiten, weil sie beispielsweise hierarchisch aufgestiegen sind und dadurch weniger angestrengt sind, weil sie durch von einem fachlichen Beruf, also indem sie eine Aufgabe ausführen, beispielsweise zu Personalverantwortung kommen. Man ist davor Ingenieur und leitet beispielsweise ein Projekt, arbeitet oft am Fahrzeug und man will das eigentlich gar nicht machen, sondern man macht diese Stelle, um die nächste Stelle zu bekommen mit Personalverantwortung, wo man ein Team koordiniert. Ja? Jetzt arbeitet der Ingenieur vielleicht 35 Stunden die Woche und der Team- oder Projektleiter 50 Stunden die Woche. Aber man macht es einfach sehr, sehr gerne und es ist zwar mehr Arbeit, aber weniger Anstrengung, weil man es gerne macht. Und ihr merkt es auch schon, worauf ich hinaus möchte. In Wahrheit braucht man einfach den richtigen Beruf. Das heißt, man muss wissen, hey, wohin geht's denn für mich? Alles andere, hey, mehr Arbeit ist mehr Anstrengung, das ist eine Interpretation von dir. Es muss nicht heißen, dass wenn du mehr arbeitest, dass das mehr Anstrengung bedeutet. Das korreliert überhaupt gar nicht. Du interpretierst das nur rein und du musst verstehen, dass du den richtigen Beruf für dich finden musst und nicht die Arbeit an sich oder die Arbeitsbelastung,
mehr Stress per se bedeutet. Es ist so, dass jeder Mensch einfach für Zeit, Geld und Stress ein individuelles Empfinden hat, individuell und subjektiv. Das heißt, es gibt quasi keine Messung dafür, hey, der hat 10.000 Stressfaktoren, der hat 20.000 Stressfaktoren. Es ist ja nicht so, als könnte man am Handgelenk messen, wie jetzt beispielsweise den Puls, wie hoch der Stress ist. Sicher gibt es Sachen wie der Puls, der auch auf den Stress hinweist, aber das muss man unbedingt verstehen, Stress ist etwas enorm Subjektives und wird beeinflusst durch Umwelt, Job und auch innere Einstellung. Ja? Und wenn man die Leute sagen, hey, ich will einfach nur Teamleiter werden, aber dazu muss ich halt als Ingenieur ein Projekt erfolgreich abgeschlossen haben, dann muss man halt mal ein Jahr als Ingenieur da durch, auch wenn es einem nicht so viel Spaß macht, um dann eben das fachliche Know-how zu haben, weil man Teamleiter werden möchte. Ja? Und dann sagt man danach, hey, ich muss zwar 15 Stunden die Woche mehr arbeiten, aber es ist für mich nicht mehr Stress, weil diese Rolle wollte ich unbedingt. Ihr solltet deswegen unbedingt schauen, und das ist die Quintessenz, die ich euch mitgeben möchte, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und was motiviert mich eigentlich, um diese Stelle zu finden, für die ihr wirklich gerne arbeitet, wo ihr sagt, hey, da habe ich Bock drauf, da sehe ich mich, da kann ich drin aufgehen, da entfalte ich mein Potenzial. Und um diese Stelle zu finden, ist es genauso relevant, sich das mal zu überlegen, hey, und mal zu reflektieren, was sind meine Stärken, was kann ich besonders gut, was kann ich nicht gut, um die Schnittmenge einfach zu verkleinern zwischen dem, was du nicht gut kannst und was dein Job später ist. Und was motiviert mich eigentlich, was treibt mich an? Ist es das Geld, ist es die Freiheit, ist es Macht, ist es was Soziales, ist es was Ästhetisches, was Fotografen und so weiter zum Beispiel viel haben. Und das ist was, was extrem kostbar ist zu wissen. Und darum biete ich dir hier einmal an, dass du dich bei uns unter dem Video zu einem kostenlosen Erstgespräch eintragen kannst. Hier werden wir dir in 60 bis 90 Minuten zeigen, wenn du geeignet bist, wie du das für dich rausfindest, was der geeignete Job ist, wohin es für dich gehen sollte, wie du diesen Job auch bekommst und natürlich auch, wie du in Top-Noten, wie du in weniger Zeit bessere Noten schreibst. Also, wenn du deine Chancen erhöhen möchtest, um deinen Traumberuf zu bekommen und bessere Noten zu schreiben in weniger Zeit und natürlich auch stressfreier durch das Studium und durch deine Karriere zu gehen, dann trag dich jetzt einmal ein, folge uns auf YouTube, wir freuen uns, mit dir sprechen zu dürfen. Entweder einer unserer Experten oder ich persönlich werden sich Zeit nehmen. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Bis dahin, dein Valentin.